Leute, weiter geht's bei The Last Guardian. Was macht Stryker jetzt da unten? Ich weiß es nicht. Er versucht mir auf jeden Fall zu folgen. Und ich werde jetzt hier hochklettern, um dann ein weiteres Mobile zu erklimmen, nehme ich stark an. Weil wir müssen ja diese Buntglas-Augenfenster irgendwie vernichten. Denn Trico hat Angst davor. Ich weiß nicht, weshalb er davor Angst hat, weil... gehst du runter, danke. Aber irgendetwas passt ihm nicht daran. So, wir können uns hier jetzt erstmal umsehen. Wow. Hier ist wirklich alles so ultra riesig. Aber alles ist irgendwie ein bisschen zerfallen. Okay, jetzt vorsichtig sein, mein Junge. Jetzt ganz vorsichtig sein. Ich habe auch noch keine Ahnung, wie ich dieses Auge da runterkriege. Ob ich irgendwie das Seil einfach nur lösen kann oder... Ah, doch, ich sehe es schon. Wir müssen es einfach nur wieder nach unten stoßen, ja. Das finde ich gut. Das finde ich sogar sehr gut. Weil wenn ich hier mal weiß, wie es weitergeht, dann ist das für mich schon sehr viel wert. Ich will gar nicht wissen, wie viel Zeit ich bisher in diesem Let's Play mit Herumsuchen und Ahnungslosigkeit verschwendet habe. Okay. Buntglasfenster. Oh, Trico will zusehen scheinbar. Okay, Buntglasfenster. Du wirst gleich das Zeitliche segnen. Und zwar jeden Moment. Trico, Vorsicht! Das Ding sagt jetzt gute Nacht. Ich hab gesagt, das Ding sagt jetzt gute Nacht. Wow, 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 wow. Shit, ich denke, ich habe jetzt ein Problem. Trico ist jetzt da unten. Aber ich habe so das Gefühl, dass ich es nicht schaffen werde, zu ihm zu springen. Noch nicht. Kamera, bleib doch bitte mal so, wie ich dich justiere, ja? Das wäre echt nett. Runter. Wow. Kann ich jetzt Trico springen oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich versuch's, komm. Ja! Ja! Oh. Danke, mein Freund. Danke. Vielen Dank. Und wie behutsam er mich auf seinen Rücken setzt. Wie lieb von dir, Trico. Okay, weißt du jetzt, was es zu tun gilt? Ich nehme dich nicht. Trico? Trico? Da oben ist noch so ein Fenster, aber das scheint ihn im Moment nicht zu interessieren. Wo wollen wir hin, Trico? Wollen wir da hoch vielleicht? Vielleicht. Wir testen es einfach mal. Trico scheint echt was zu spüren. Willst du nicht da hochgehen? Moment, wie mache ich das nochmal? Moment, er macht was, er macht was, er macht was. Er braucht immer ein bisschen Zeit. Und, hepp. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Nun gehen wir einfach nur weiter. Ja, ja, geh einfach nur weiter. Ist alles gut. Aha, ich sehe schon. Ich sehe schon. Geh noch ein bisschen weiter, Trico. Und dann kann ich hier hinklettern. Dann hier weiter durch. Okay. Trico, du hättest mich... Wow, 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 wow. Du hättest mich ruhig auch mitnehmen können. Aber hattest du scheinbar keine Lust. Shit. Halt, kann ich da... Oh, knapp. Was, das ist keine Tür? Willst du mich veräppeln? Ja, shit. Ey, dieser verkackte Efeu, ja, der hat für mich so ausgesehen, als ob ich da lang gehen müsste. Ja, gut. Dann habe ich jetzt ein Problem scheinbar. Kannst du bitte nochmal runterkommen, Trico?
Sah für mich echt so aus. Oder... Kannst du? Trico. Ich komm da nicht hoch. Das ist doch dumm gelöst, sowas. Also recht dumm gelöst, sowas. Warum packt man hier solche Dinger hin? Verstehe ich nicht. Warum packt man hier solche Dinger hin? Sieht doch genauso aus, als müsste man da zu Fuß weiter. Kannst du bitte nochmal runterkommen? Ich war zu doof. Ich war zu doof, es tut mir leid. Komm bitte. Ansonsten habe ich es vermutlich wieder verkackt. Oh, Angst. Okay, danke, dass du wieder gekommen bist. Jetzt versuchen wir es nochmal. Beziehungsweise ich versuche es nochmal. Du hast deine Arbeit wunderbar gemacht. So, ich bin am Start. Und hoch geht's. Jawoll. Warum will ich... Komm. Du hast es vorhin auch geschafft, danke. Warum möchte ich eigentlich immer absteigen? Aha, okay, weiter möchte er nicht. Weil wegen verkacktes Fenster. Okay. Vielleicht kann ich mich jetzt hier entlang schleichen. Ja, es scheint zu gehen. Na? Ja. Diese verdammten Augen, nicht wahr? Ja, sie starren einem direkt in die Seele. Und das ist nicht so gut. Das ist echt nicht so gut. Ich sollte nicht einfach irgend so ein Fenster in die Seele schauen können. Ah, hier durchquetschen vielleicht. Zum Glück ist der Typ so schlank. Ich sehe nichts. Kamera, ich sehe absolut nichts. Ich muss aber was sehen können. Ich vertraue das Spiel nicht. Ah, okay. Ich hätte ihm vertrauen können, aber... Ne, wollte ich jetzt nicht. Könnte ich noch weiter hoch? Könnte ich... Ja, aber es bringt mir... Soweit scheinbar nichts. Okay. Oh, nicht so schnell. Okay, scheinbar ist es jetzt hier nicht so schwer, das Ding zu entfernen. Pass auf, wir nehmen den Hebel in die Hand und ziehen. Was passiert dann? Ich muss hier weg. Shit. Was muss ich jetzt machen? Komm nicht hoch. Was muss ich machen? Ich weiß nicht was. Shit, Trico geht weg. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen muss. Ich will dich jetzt nicht loslassen. Kann ich mich jetzt loslassen? Ich versuch's. 3, 2, 1, mach die Augen zu. Los! Ihr könnt die Augen gerne wieder aufmachen. Das hat nämlich... Was? Oh, verdammt nochmal! Okay, jetzt dürft ihr die Augen wieder aufmachen. Holy shit, Trico, was machst du da mit mir? Ich meine, es war gut. Kletter weiter, danke. So. Und jetzt loben. Isai. Ja. Loben. Isai. Gut, der Trico. Was war das jetzt? Ganzen braver Trico bist du. Weiter geht's. Da entlang. Wie vorhin schon. Warum bricht da oben ständig was ab? Ich weiß es nicht. Weiter. Genau. Warum bricht da oben ständig was ab? Das finde ich nicht gut. Finde ich echt nicht gut. Ich denke, hier sind wir nicht so unbedingt sicher. Wo blickt Trico hin? Sieht er was? Er hat bestimmt die besseren Augen als ich. Egal, Trico. Wir würden gerne jetzt weitergehen. Verstehst du? Genau wie zuvor.
Ich weiß, du machst das. Ich muss hier gar nichts machen, außer mich festhalten und dich ein bisschen bejubeln. Dann ist alles gut. Wunderbar. Nein, nein, nein. Komm, du schaffst das. Wie vorhin auch schon, genau. Und nun sollten die Fenster kein Problem mehr darstellen. Außer ich habe noch irgendwann eins übersehen, aber ich habe keines mehr ersichten können. Ersichten können, ja. Ich erfinde wieder Wörter. Das ist immer gut. Shit, doch, da oben ist noch eines. Okay, okay. Hab kapiert, Draco. Mach mal Männchen. What the fuck? Ich, das war eine Kom... Das war eine tolle Ansicht. Spiel, ja. Wo ist das? Da oben ist das scheiß Auge. Ich denke, wir müssen einfach weiterhin erstmal an Höhe gewinnen. Und ich halte mich irgendwo ziemlich scheiße fest. Hier. Dürfte ein bisschen besser sein. Ein so ein verkacktes Auge ist noch da. Und dann können wir vielleicht diesen riesigen Abschnitt hinter uns bringen. Draco, das ist massiver Fels, ja? Ja, hier musst du hoch. Genau so. Komm, 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 komm. Klasse. Klasse, Draco. Ich glaube an dich. Kann ich mich jetzt hier oben festhalten an diesem Gesteinszeugs? Nee, noch nicht. Draco möchte einfach nur hier hochklettern. Komm schon. Oder muss ich? Nee, nur ich macht irgendwie keinen Sinn. Komm schon. Öpp. Wunderprächtig, wunderprächtig. Shit, da hinten ist noch so ein scheiß Auge. Verdammt nochmal. Okay, 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 okay. Und abspringen. Ich wusste jetzt nicht, wie breit das Ding ist. Oh, du. Autsch. Was, ich sehe nix. Draco, was machst du denn da? Nein, nein, nein. Oh nein. Shit, Draco, mach was. Bitte. Oh mein Gott. Nein. What? What? Okay, Spiel, das kam jetzt auch sehr unerwartet. Holy shit! Ich dachte schon, Draco bleibt doch da. Ich mach das mit dem Fenster schon und dann... Wow, dieser andere Draco quasi, der hat ja eine Art Maske auf. Und der fand uns nicht gerade sympathisch scheinbar. Wow, dieses verdammte Drecksvieh. Ich hoffe, Draco geht's gut. Ja, super. Gut, dass du so robuste Kleidung trägst, was? Da unten. Draco. Was kann ich jetzt machen? Ich kann zappeln. Okay, irgendwas wird gleich kaputt gehen. Kleidung oder Ast? Oh, der arme Draco. Geht's dir gut, Draco? Ich würde gerne hier runter. Verdammt nochmal. Hier bin ich, Draco. Hier. Ich weiß, du hast Hilfe jetzt bestimmt nötiger als ich, aber... Aber bitte hilf mir irgendwie. Ich kann mich nicht losmachen irgendwie. Hilf mir, bitte. Ja. Gott, seht ihr sein Auge und sein Ohr? Es ist verletzt. Shit, das Arme. Es erreicht mich nicht. Verdammt. Ich komme alleine auf jeden Fall nicht los. Draco, sei bitte vorsichtig. Nein! Gott, seht ihr euch an, es ist überall stark verletzt.
Möchte hier weg! Maiko, hilf mir! Ja, ich weiß nicht, was ich tun soll, Trico. Ich komm da nicht runter. Spiel, verarsch mich nicht. So stark kann der Ast gar nicht sein. Ja, ich drücke alles, was ich habe. Wie zur Hölle komme ich hier runter? Ich meine, so viele Möglichkeiten habe ich jetzt nicht. Ich drücke alle Tasten und zwar 3000 Mal. Das ist jetzt ein bisschen seltsam. Ich habe null Ahnung. Wenn ich jetzt alle Tasten einmal wild durcheinander drücke, ganz wild, ja? Das bringt irgendwie gar nichts. Das ist extrem komisch. Spiel, was willst du von mir? Ich meine, ich kann das Spiel jetzt gerade nicht hassen. Ich habe so großes Mitleid mit Trico. Ernsthaft. Es bringt nichts. Ich kann mich winden und machen, was ich will. Es bringt nichts. Es bringt nichts. Ernsthaft? Was muss ich machen? Keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Aber egal, das machen wir erst beim nächsten Part. Denn das war's bereits für heute wieder mit The Last Guardian. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss. Ja, das bringt nichts.